Ja, hallo, da bin ich mal wieder, euer Jackie Estacado. Ja, ich hab mal, wie euch versprochen, nehme ich jetzt den zweiten Part auf und muss es ja sein. Ich muss es machen, leider, es ist zu lang. Ihr seht ja, wo ich bin. Ich bin hier und ich muss nach da, da unten, da unten. Und dieser Part, der zweite Part, der wird da auch bis nach unten jetzt durchgefahren, durchgezogen. Auch wenn es 45 Minuten sein wird, statt 30, oder wie lange die andere geht. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Schöne Nacht, die ewige Nacht sehen wir jetzt. Dortmund. Dort Mund. Es gab so ein perverses T-Shirt, da stand irgendwie dort und dann Mund noch, ne? Also ein Pfeil gab's da. Der hat unten beim Geschlechtsteil eines Mannes gezeigt und da unten Mund noch gestanden. Dort Mund. Da unten. Ja, nee, und das ist schon mies. Naja. Das ist so. Also, wo ich weiß gar nicht. Witzig wäre schon, aber nee, ich mag sowas nicht so. Frauen soll man als, ja, nicht als Sexobjekt ansehen. Frauen haben Gefühle. Wie gesagt, allgemein. Man soll sie lieben, ehren. Und die Wahrheit immer sagen und alles, was dazu gehört. Und vertrauen. So, jetzt muss ich ein bisschen vom Gas weggehen. Nicht, dass ich wieder die gleiche Scheiße baue. Alter, die Straße ist ja ziemlich klein. Wird sie immer enger oder was ist das? 6%iger Schaden schon. Ja, so ist das, ne? Hoffe, dass sie mich diesmal hört. Noch. Wenn nicht, dann ärgere ich mich und wette, ich glaube, irgendwie ein kleines Infovideo stumm oder so machen müssen, je nachdem. Aber wenn ihr mich hört, super, dann ja. Freue ich mich ein Keks. Yay! YouTube, als YouTube-Partner hat man so nicht alles einfach. YouTube-Partner ist super zu sein. Wie gesagt, ich bin ja YouTube-Partner, nur ein kleiner. Halt, ein ganz kleiner. Und ich find's okay. Noch, also ich würde mich auch freuen, wenn ich größer wäre, ne? Ich glaube, jetzt müssen wir hier lang. Yes. Wir kollidieren. Nein, ich bin so stark angesoffen. Nein. Aber die Karre wird unten langsam rot, so wie ich sehe. 8% schon, Alter. Blinken. Diesmal sehr, siehst du, seht ihr, ich blinke. Ich blinke wenigstens. So ist das Leben, ne? Man soll ja schließlich immer ein glücklich sein, zufrieden. Und alles Mögliche. Ja. Boy, Unfall, Totalschaden, na 17, 18, ich weiß gar nicht, ich bin gerade überlegen, einen Umweg zu machen, aber ich habe keinen Bock wegen, wir fahren schon 21 Stunden, lieber fahre ich lieber die 21 Stunden jetzt da so hin, versuche keinen Unfall mehr zu bauen. Der schöne Wald, ich liebe Bäume, habe ich das schon gesagt? Ja, ne? Dass ich Bäume liebe? Ja. Man muss Bäume lieben. Bäume sind das Wertvollste. Ohne Bäume würden wir enden. Ich glaube allgemein. Aber Pro, habe ich schon mal das Thema angesprochen gehabt? Also ich weiß es gar nicht. Also glaube ich hatte es mit den Atomen, dass wir Menschen, sage ich mal,
die Welt eigentlich kaputt machen. Zum Beispiel Tschernobyl. Es ist eine schöne Gegend gewesen, aber wir haben das durch ein Atomkraftwerk alles kaputt gemacht. Und ja, ich find's traurig, was da abgeht. Man soll die Erde eigentlich nicht kaputt machen. Ich find's scheiße. Guck mal, ist hinter uns einer? Nee, ne? Vor uns ist einer. Den überhole ich gleich. Guck mal, da ist Raps wieder. Die Sonne geht auf ihren goldenen Kreis. So, den überhole ich. Auch wenn ich gleich wahrscheinlich kollisieren. Doch nicht kollidieren. Ich bin doch nicht kollidiert mit dem Eisberg. Aber ich muss wenig Gas geben, wegen jetzt muss ich wieder blinken. Yay, ich muss blinken und da hochfahren. Die sagen auch schon, ja, scheiß Briten, ne? Die haben den Linksverkehr und naja. Das wollen wir ja schließlich nicht, dass sie so denken über uns. Ich bin ja kein Brite, aber trotzdem, ich darf das. Ich bin jetzt ein britischer LKW-Fahrer, meine Damen und Herren. Wo ist mein Tee? Ich will Tee trinken, Tee schlürfen. Ja, Tee schlürfen. Ich will Tee, ich liebe Tee. Schwarzen, allgemein, ich liebe allgemein schwarzen Tee, Eistee, oh. Es gibt so viele Teesorten, die ich liebe. Tee auf Panorama Museum. Ups, kollidiert. 19%iger Schaden jetzt. Das wäre schon krass alles hier. Super. Wie gesagt, ich habe, wie es in letzter Folge gesehen hat, die Schifffahrt, habe ich mir auch anders gedacht. Also kein Ladebalken. Ich habe eher gesagt, mir vorgestellt, dass man schon eine Animation eher gesagt sieht. Dass man mit Schiff kurz wegfährt, sage ich mal, und anlegt. Oh, wie fahre ich? Und was das ich halt, ne? Deswegen. Ich kann ja gleich wieder Licht ausmachen, sehe ich gerade. Da ist noch ein LKW mit Autotransport. Ich weiß nicht, Autos. Können wir auch haben. Naja. Ich mach mal Licht aus, Fernlicht zumindest. Hier jetzt Licht, echt, da lache ich. Es ist ja schon zu hell. Oh, ist neblig. Guck mal, es ist neblig, Leute. Es ist neblig. Nein. Der Nebel des Grauens, der kommt mich holen. Ja, der Nebel des Grauens. Zombies werden gleich, aber ich waren das Zombies oder Geister? Solche Geisterpiraten, glaube ich, war das in den Nebel. Vogt. So Vogt. Der Nebel des Grauens. Jetzt auf Video und DVD erhältlich. Aber Pro, wer kennt noch die VHS? Wer weiß, was noch VHS ist? Noch. Wie guckt nach in Google? Also, wie gesagt, wenn der jetzt, sag ich mal, ein 13-Jähriger oder ein 11-Jähriger schreibt, oder was weiß ich, und sagt, ja, ich weiß, was eine VHS ist, das kann ich mir nicht irgendwie nicht vorstellen, weil das noch vor seiner Zeit ist. Also, es ist, sag ich mal, eigentlich eine Videokassette. Ich spoiler jetzt mal, es ist eine Videokassette. Brauche ich auch nicht mal nachgucken. Ist für meine eigene Dummheit, aber egal. Es ist eine Videokassette und früher gab es ja Videorekorder und so ein Zeug, bevor die DVDs erschienen sind. Und eigentlich eine Videokassette, naja, die ging zwar auch nach einer Zeit kaputt, aber geht. Von Tonqualität fand ich sie eigentlich auch okay, wenn ich recht bedenke. Wir müssen gerade ausfahren. Was geht ab? Allgemein, habt ihr den Film Lego The Movie gesehen? Wenn ja, wie findet ihr den? Ich habe mir den angesehen zur Hälfte und auf 43 Minuten ausgemacht. Ich fand den direkt am Anfang spaßig, sage ich mal. Batman war auch noch witzig. Aber dann, wo der im Kreissaal ist mit die anderen Leute und da so eine Rede haltet und so und die wahrscheinlich 5 bis 10 Minuten geht, da habe ich gedacht, oh nee, ich habe jetzt momentan keinen Bock auf sowas.
Besonders Lego-Filme sind eigentlich immer witzig dargestellt, also ziemlich witzig, dass jede Szene also fast irgendwas zu lachen ist. Deswegen aber das. Ne, da habe ich ausgemacht. Aber ich gucke mir näher vielleicht irgendwann mal wieder an. Dann starte ich wieder ab die 43. Minute, wegen dem Rest kann ich ja. Aber es liebte direkt am Anfang, fand ich super. Ist mitten Freude oder glücklich oder wie es da. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es Lied hieß jetzt nochmal, aber ich fand es schön. Hat sich schön angehört. Ja, der nächste Tag lege ich mich pennen. Ja, ich bin jetzt schon müde selbst. Wir haben noch 19 Stunden Fahrt. Meine Damen und Herren, 19 Stunden. Das ist nicht gut. 19 Stunden. 19 Stunden. Naja, mal gucken. Ich werde aber, glaube ich, das nicht reinpacken. Wenn jetzt 19 Stunden sind noch, also das Video würde dann eine halbe Stunde oder 45 Minuten auch noch gehen. Also der Part 2. Ich habe keinen Bock, einen dritten Part rauszumachen. Zwei Parts reichen. Hakuna Matata, diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata, steht es als modern. Es heißt keine Sorge, bleiben die immer fern. Keiner nimmt uns nie Philosophie. Hakuna Matata. Das Lied ist so verrückt. Ich liebe es, wahnsinnig zu werden. Und zu sein, was ich ja schon bin. Ja, die Welt draußen ist crazy. Ja, das Leben. Kurve, ja, ich weiß, ich gehe schon vom Gaspedal runter. Alter, wie viele Kurven denn noch? Ich habe langsam die Nase voll von Kurven. Da drin ist ja eine Raststätte gewesen, hätte ich eigentlich auch ein paar tanken nicht, aber schlafen gehen können. Dann die nächste. Sorry, ich wollte eigentlich da wirklich jetzt immer schlafen, dann ist es wieder Nacht, aber scheiß drauf. Oh, fast Nacht. Oh Mann, bin ich müde als LKW-Fahrer. Berlin, cool, wir sind immer noch in Deutschland, mein Gott, ey. Komm, wo sind wir? Wir haben noch immer Dresden, Deutschland hinter uns, noch immer, ey, Leute. Warum hab ich eine so lange Strecke genommen? Könnt ihr es mir sagen? Ich weiß, es ist schon bescheuert. Ich bereue es. Ich habe zwar auf lange Strecken immer schön geskillt, na, das gebe ich auch zu, aber trotzdem. Ups. Ups. Ich darf es. So. Fertig. Boah, Alter, ich mach mich fertig. Echt, also ich hätte jetzt nicht gedacht, also ich habe irgendwie das doofe Gefühl, die Folgen wäre ich. Nee. Wir haben noch nie mal Deutschland überquert. Leute, noch nie mal Deutschland. Müsst ihr mal bedenken, ich bin immer noch in Deutschland. Jetzt. Ich blink mal. Hier, da seht ihr es, ich blinke. Ich gebe ein Zeichen, dass ich da abbiegen möchte. Autofahrerverein. Ja, fahr. Guck mal, ich bin schneller. Ja, durch Schummel, ne? Und Beschädigung, scheiß drauf. Ich darf es. Ich hab keinen Bock. Ey, ich hab schon Lust, das Spiel zu spielen.
Ja, ich bin wie gesagt, wir haben schon 17 Uhr bei Real-Life-Zeit jetzt bei mir. Scheint die Sonne. Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie das Bedürfnis, so rauszugehen. Deswegen. Das Leben hier ist ein Wunder. Na, mal gucken, was ich mache. Halt. Yay, jetzt muss ich wieder langsam fahren. Leute, fahrt mal schneller. Na, mal gucken. Schneller. Husch. Schneller, Leute, fahrt mal. Jetzt muss ich schneller auffahren wegen ihr. Nee, jetzt werdet ihr schneller. Jetzt muss ich auch wieder Gas geben. Hi, Kollege. Das. Leute, schneller, rucki-zucki, ich hab's eilig, ich muss eine Lieferung abschauen, hab noch 17 Stunden hinter mir und ich bin müde. Ich muss schlafen, Leute, schlafen, ich muss gucken, wo die nächste Tanke ist. Ich bin müde, Leute, versteht ihr es? Eigentlich könnte man überall rechts reinfahren, dann schlafen eigentlich. Rein theoretisch. Komm, guck mal, der ist so lahmarschig. Ich schleife ihn mit. Ein bisschen mitgeschliffen. So, jetzt reicht es. Gas geben. Du oder ich? So. Ich will weg. Ich will jetzt nicht, sag ich mal, zu Tode. Echter Verkehr. Ist gut, dass ich keinen Führerschein. Ich kann Führerschein machen, aber ich mach's nicht. Sonst würde das gleiche enden. Und umsonst Geld auszugeben. Ich weiß nicht, ich habe Angst. Richtig Angst. Deswegen. Hakuna Matata steht es als modern. Es heißt die Sorge. Alter Jackie, Jackie, was machst du? Jackie, warum singst du immer? Jackie! Ja, ich weiß, Finsternis. Ich weiß. Guck mal. Alter, ich will schlafen. Ich hole sie meine Kurve, auch wenn es verboten ist. Guck mal wegen das. Oh, habt ihr es gesehen, ey? Das Auto wird schlagsig, der Typ, ey, der müsste ja so richtig tot sein. Hab dafür auch schöne Schäden bekommen. 16 Stunden Fahrt noch. Mal gucken, wie, was sagt die Uhr. Guck mal, ich spiele ja schon wieder seit fast einer halben Stunde. 17 Uhr habe ich die Aufnahme gestartet. Jetzt haben wir 17:21 Uhr. Aber ey, solche Sachen liebe ich.
Ja, Motor, ja, ich weiß, Motorschaden. Hab so eine Fahrerflucht gemacht. Meine Damen und Herren, es ist im Verkehr ein Massenmörder, er sagt hinter sich. Ein verrückter Geisterfahrer, der ständig, ja, Unfälle baut. Mit Autos, also ein LKW-Fahrer, der, ja, Leute, überfahren. Naja. Gucken, was ich mache. So, wo ist die nächste Tanke? Ich bin auch übermüdet. Ich darf es. Tankestelle. Komm, Schild, bitte. Irgendein Schild mit Tankstelle, Ausfahrt oder so. Komm, bitte, bitte. Tankstelle. Tankstelle. Hallo, wo bist du? Ich sehe nur Land. Mal, die überhole ich auch jetzt. Na, 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 na. Boom. Boom, Baby. Und der fährt gemütlich weiter. Oh. Scheiße, Alter, ey. Wenn es weitergeht, muss ich bald ADAC rufen. So. Scheiße, ich versuche immer noch an der Tankstelle. Habt ihr eine gesehen? Naja, ich werde jetzt aufhören wegen. Ich weiß jetzt, der Schaden ist schon krass. Irgendwas mit 50%iger Schaden, aber mehr als 50. Ach man, ich liebe es. Motorausfall, ja. Ich weiß, ich bin übermüdet. Ich will schlafen. Das ist mir schon klar. Guck mal, der Kanal sieht auch schön aus. Kann ich wirklich nicht einfach rechts ranfahren, anhalten, Pause machen und dann weiterfahren? Echt, Leute, kommt. Ja, guck mal, er gähnt ja schon. Auch. Oh. Ich hätte die Tankstelle nicht überfahren sehen sollen, ey. Ich hab sie übersehen. Nein, nein, nein. Nicht gut. Ich bin angeschnallt. Ich gehe mal jetzt gucken. Ich will den jetzt mal so überholen. Ich fahre jetzt ein bisschen mal übers Land, hab keinen Bock. Oh. Guck mal, so fährt man übers Land. Wir fahren übers Land, schöne Staubwolken. Sieht doch schick aus, ne? War auch irgendwie lahmarschig. Ich bin zu übermüdet hier. Ich rufe gleich ADAC, dass er mich abholt. Mal gucken, wo die nächste Tanke sein soll. Da ist die nächste. Boah, Alter. Sie werden müde. Finden Sie eine Parkmöglichkeit, um zu sicher. Ja. Will ich ja, aber die nächste Tankstelle ist fast, was weiß ich, wie viele Kilometer entfernt. Echt, also das ist kein Zuckerschlecken. Da hilft jetzt auch kein Red Bull, glaube ich. Die soll mal einführen, dass man Red Bull kaufen kann. Toll, jetzt habe ich Schleichwerbung gemacht. Nein, ich liebe alle Monster.
Was jetzt noch? Es gibt so viel Scheiße, es gibt so viel Energy. T400. Jetzt habe ich überall Werbung gemacht. Cola. Cola ist kein Energy, aber es ist lecker. Coca-Cola. Cola. Oh, Cola. Oh yeah. Coca-Cola. Leer. Das. Ja, ich habe die Tankstelle gesehen. Macht nicht aus, nein. Ich will noch nicht schlafen, noch nicht. Da ist doch die Tankstelle, Junge, ey. Da ist eine Tankstelle. Guck mal, das Mähdrescher. Ein Wunder ist geschehen. Der arbeitet, Mann. Steht nicht rum. Ein Mähdrescher. Oh, wie geil. Und da ist die Tanke. Tanken muss ich nicht. Obwohl, mache ich vorsichtshalber auch. Er sagt, ja. Ich will nur eine Drehung machen. Dass ich da reinfahren kann und dann... So, Enter, schlafen. Oh, endlich schlafen. Ah, ja, ja, um 19 Uhr jetzt. Oh, jetzt schön wieder weiterfahren. Oh, mal gucken. Oh, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt noch weiterfahren da. Komm, Benzin muss reichen. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Wir haben vollgetankt gehabt. Reparaturdienst hier. Eigentlich in jeder Tankstelle müsste eigentlich einen Reparaturdienst geben. Gibt's ja hier nicht. So, wir haben noch, sind immer noch Deutschland und wir erinnern uns, wir müssen dahin. Am anderen Ende. Boah, Alter. Das sind doch keine 14 Stunden Fahrt. Das ist mehr. Mehr als 14 Stunden. Aber sieht schick aus. Guck mal, da hinten sind schöne Kräne, Fabriken. Da ist ein Autofahrer, da ist ein LKW wieder. Strohballen. Geisterfahrer. Jetzt blinke ich mal wieder. Hi LKW, hi Kollege, ich guck mal. Weil ich nett bin. Motor, ja, ich weiß, in der Werkstatt ist mir schon klar. Kein Bock. %iger Schaden. Gut, jetzt weiß ich wenigstens, wie viel wir erreicht haben. 60%. Naja, beim Geisterfahrer wie bei mir, kein Wunder. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich irgendwie so über Acker und was das nicht lang fahren, um da schnell hinzukommen. Echt, das ist ziemlich weit. Wir sind fast raus aus Deutschland, oder? Ne, Dresden ist noch Deutschland. Österreich war ja hier. Ach, ich weiß es nicht. Ich hasse Erdkunde. Ich bin gerade was überlegen. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das dann ist wären. Ich könnte jetzt den ADAC-Dienst holen und der bringt mich zur nächstgelegenen Stadt. Könnte ich da so reparieren, alles mögliche. Wenn ich will. Ach, ich werde gucken. Na komm, 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 komm. Boah. Alter, ey.
Viele Töcke, ey, boah, nee. So ist das. Guck mal, Strommasten. Sieht doch schick aus. So, hat mich jetzt ein Schneidersitz verfrachtet weiter. Nur für euch. Ave Maria, so, Tankstelle schon wieder. Warum sie gibt so viele Tankstellen, aber kein Reparaturdienst, ne? Nicht gut. Na komm, die 13 Minuten, aber 13 Stunden Fahrt, die schaffen wir. Fällt's lustig, wenn wir anhalten, gehen die Kilometerzahl der Stunden weniger. Also nicht weniger, ja gesagt. Soll ich sagen, ADAC-Dienst rufen? Yes. Ich weiß gar nicht, eine Stunde 30 ist uns zu viel oder mehr. ADAC, mal gucken, was, wie viele Kilometer wir dann haben noch, oh, Minuten. Dresden. Ich glaube, wir waren schon hier, ne? Ne, F5 war das. Ach, ich drück mal E, Enter, leider. Reparaturwertung reparieren. Haben wir schon ziemlich viel zahlen müssen. So, jetzt geht's wieder los. Scheiße, 20 Minuten zu viel wieder. Scheiße, jetzt muss ich die 20 Minuten wieder fahren. Nein, ich mache einen Zweiteiler, Dreiteiler. Echt, das wird zu lange. Sonst wirklich. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Jackie und wie gesagt, bleibt immer dran. Es wird verrückter. Ich werde noch verrücktere Sachen machen. Ich glaube, so. Ich werde so fahren, dass wir überhaupt kein Geld mehr kriegen. Vielleicht. Wer weiß. Ciao, euer Jackie.